Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die allermeisten überzeugt, China wird die USA überholen, wird die Weltmacht Nummer 1 werden. Jetzt aber sehen wir, China kommt nicht mehr voran, kommt offenkundig an seine Grenzen, ist jetzt tief in der Deflation, während die Amerikaner Party feiern, sich eine Schuldenparty gönnen, daher eine relativ scheinbar sehr stabile Wirtschaft haben, die allerdings nur auf Pump basiert, und man gönnt sich dann, weil man ja angeblich eine so robuste Wirtschaft hat und vor allem in der KI-Euphorie gefangen ist, eine Aktienparty, die sich gewaschen hat. Der Zins aber, oder die Zinsen, das ist die tickende Zeitbombe innerhalb des amerikanischen Schuldenkonstrukts. Und das Paradoxe ist, dass die Biden-Administration natürlich jedes Interesse hat, die Wirtschaftsdaten besser aussehen zu lassen, als sie vielleicht sind. Dann aber können die Zinsen nicht sinken und die Zeitbombe fängt immer lauter an zu ticken, sodass die Gefahr in den USA von innen kommt, genauso wie in China, wo Xi Jinping dafür gesorgt hat, dass letztendlich diese sozialistische Planwirtschaft das hoffnungsvolle, aufstrebende China kaputt gemacht hat. Und wir sehen jetzt diese Deflation als Folge der Rückkehr zu einer staatssozialistischen Politik. Hier sehen wir zunächst mal die Deflation in China. Minus 0,8% erwartet eigentlich nur minus 0,5% die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat. Die Erzeugerpreise minus 2,5%, Price Deflation Deepens titelt hier Bloomberg, heute gemischte asiatische Börsen, respektive chinesische Börsen, nachdem ja der Chef der Börsenaufsicht mal eben ausgetauscht wurde als ein Signal, hat nicht wirklich geholfen. Die Chinesen verabschieden sich jetzt in die Neujahrsfeierlichkeiten, das heißt aus China wird erstmal nichts kommen, keine Waren, keine Informationen, keine Börsen mehr, also auch keine Konjunkturdaten von Relevanz. Also wir sehen, China ist tief in der Deflation. Jetzt vergleichen wir mal die Aktienmärkte zwischen China und den USA. Hier S&P 500 und die 500 größten Aktien, marktkapitalisierten, die schwersten marktkapitalisierten Aktien in China. Dann sehen wir, das Ganze war relativ lange ziemlich gleichlaufend, nämlich bis um und bei Mitte 2021. Und dann ging es für China bergab, während die Amerikaner ihr Ding weitermachen mit diesem 2022er Blues aufgrund der gestiegenen Zinsen. Aber wir sehen, wie stark das auseinanderdriftet. Warum ist das so seit 2021, seit Mitte 2021? Das kann mit Corona zu tun haben, diesen ewigen Lockdowns. Aber es ist eben auch die Folge der staatssozialistischen Politik, die letztendlich dazu führt, dass Unternehmen nicht pleite gehen. Wenn Unternehmen nicht pleite gehen, dann wird zu viel produziert. Was ist die Folge? Deflation, weil die Preise verfallen, weil viel mehr Angebot als Nachfrage da ist. Und die Nachfrage ist in China schwach, weil eben die Immobilienpreise nicht mehr steigen, sondern fallen. Diese Immobilienpreise aber waren der Wachstumsmotor. Dadurch wurden die Chinesen immer reicher auf dem Papier, konnten immer mehr konsumieren. Jetzt, wo die Immobilienpreise fallen, ist diese Party vorbei. Wir haben also eine platzende Blase in China, die platzt in Zeitlupe. Die amerikanische Blase muss noch und wird noch platzen, denn sie ist letztendlich nicht nachhaltig. Hier sehen wir das, was UBS sagt, und das könnte ich auch als mein Motto durchaus sehen. Es gibt hier das Narrativ, dass steigende Aktienmärkte gut sind und fallende Aktienmärkte schlecht seien. Das ist nicht wahr, sagt die UBS. Fair bewertete Aktienmärkte sind gut und Bubbles sind außerordentlich gefährlich. Und genau das ist der Punkt, um den es mir geht. Ich gönne jedem Gewinne mit Long-Positionen, mit Aktienpositionen, überhaupt natürlich kein Thema. Jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter. Aber wir sehen hier mal einen Vergleich. Nasdaq 2023-24 sieht schon so ein bisschen aus wie in the Dotcom-Bubble. Könnte sogar noch weitergehen. Hier in dieser Grafik sehen wir BTFP Expire. Also das ist praktisch das Auslaufen dieses Bank-Term-Funding-Programms. Gleichzeitig Diverse Repo-Transaktionen könnten ein Nullvolumen erreichen, womit die Party dann in Sachen Liquidität zu Ende wäre. Über diese Reverse Repos schüttet die Fed faktisch Liquidität in die Märkte. Also wir sehen hier gewisse Parallelen. Jetzt sieht man auch Parallelen zu 1929. Ich hatte das gestern schon mal gemacht. Wird an der Wall Street derzeit heiß diskutiert, vor allem dieser Tweet von Jason Gabfert, Sentiment Trader, der sehr stark respektiert ist in den USA.
der hier zeigt, dass der Nasdaq eine miserable Marktbreite hat bei diesen neuen Allzeithochs. Und hier sehen wir mal den Grund für diese miserable Marktbreite. Während die meisten Aktien nicht steigen, gibt es eben manche, die besonders steigen. So gestern Abend ARM, die nachbörslich hier wieder KI-Euphorie vom Allerfeinsten verbreitet haben. ARM ist zwar eine britische Firma ursprünglich, aber wird natürlich auch an der Wall Street gelistet. Die Aktie zwischenzeitlich dann nachbörslich 38% gestiegen, was dann Nvidia mit nach oben gezogen hat, die dann noch einmal 25 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung zugelegt hatten. Und dann hören wir solche Sätze im Conference Call von ARM: We've got the greatest technology in the history of the world. Es gibt keine Grenzen des Wachstums, es ist unendlich KI, 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 KI. Und die Leute glauben das. Jetzt schauen wir uns mal ARM an. Was haben die denn für einen Jahresumsatz? Die haben jetzt eine Bewertung von 100 Milliarden und haben einen Jahresumsatz von 2,8 Milliarden Umsatz, wohlgemerkt. Also da ist ein bisschen schon viel Wachstum eingepreist, könnte man sagen. Wir sehen hier auf der rechten Seite Nvidia, Amazon und Alphabet sind jetzt praktisch gleich auf an Marktkapitalisierung. Also Nvidia hat den Sprung in diese Klasse jetzt geschafft. Also KI-Euphorie rechtfertigt alles, weil ja grenzenlos. Bisher habe ich aber nicht gesehen, welche Firma mit KI wirklich Geld verdient hat. Also mit der Anwendung von KI, Microsoft mit Bing etwa, wo ChatGPT integriert ist, kreucht und fleucht dahin, praktisch keine Marktanteile gewonnen. Und das zweite Problem ist, dass eben hier noch ganz andere rechtliche Themen auf uns zukommen, zum Beispiel Copyright-Themen, so wie ja die New York Times gegen Microsoft und OpenAI geklagt hat, weil die sagen, die nutzen unsere Texte zum Training für ihre KI oder um die Inhalte hier zu verwenden. That's not okay. Und hier sagt ein Kommentator auf YouTube, was ich sehr spannend fand: Wegen KI habe ich Bauchschmerzen. In manchen Dingen taugt es gar nichts, in anderen Dingen ist es unbeschreiblich. Er kommt aus diesem IT-Bereich in der Autoindustrie und sagt da teilweise unglaubliche Systeme, die man hier, oder unglaubliche Informationen, Insider-Informationen, die da zu erhalten sind über KI. Allerdings sagt er eben auch, ich sehe in der KI-Euphorie eine riesige Klagewelle, die schon und noch kommt. Vielen ist gar nicht bewusst, was alles gestohlen wurde. Also auf jeden Fall dieses Copyright-Thema ist ein Thema, das derzeit wenig beachtet wird, weil man nur die Sonnenseite, Wachstum etc. sieht. Ja, das ist natürlich eine hochinteressante Technologie, die vieles ändern kann. Aber derzeit ist es eben nur so, dass die Schaufelverkäufer im Goldrausch die richtige Kohle verdienen, die Goldgräber, die versuchen Gold zu finden, dagegen eher nicht. Kommen wir now to the S&P 500. Gestern hatte ich ja hier gesagt, diese 5000er Marke, die ist interessant. Und gucken wir mal an, wir haben 98 die Marke von 1000 überboten, 2014 dann von 2000, 2019 3000, 2021 4000. Kriegen wir jetzt die 5000er noch hin? Also wir sehen, das geht immer schneller. Wir haben also ein exponentielles Wachstum, das so ein bisschen sich entkoppelt hatte von den realen Dingen. Wenn jetzt den S&P in dieser Woche über 4958 Punkten schließen würde, dann wären wir in 14 der letzten 15 Wochen positiv. Und gestern hat man es nicht ganz geschafft, die 5000er Marke. 4999,89 Punkte. Das war das, was man noch hingekriegt hat. Jetzt haben wir oben den Trendkanal endgültig erreicht beim S&P 500, aber es kann nur weitergehen. Aber hier die 5000er Marke, das ist eine Call Wall, da gibt es unfassbar viel Interesse. Hier sehen wir das mal da, wo dieser lange Balken ist, das ist die 5000er Marke. Da ist Open Interest, meine Damen und Herren, und da wird gezogen und gezerrt um diese Marke. Wird sie erreicht, wird sie nicht erreicht? Wir sehen jedenfalls, dass mit diesen steigenden Märkten, vor allem mit diesen steigenden Megacap-Aktien jetzt alle Welt auch über Optionen diese Geschichte spielt. Wir haben das Call-Buying jetzt bei den Magnificent Seven auf einem Einjahreshoch, nicht ganz ein Allzeithoch, aber ein Einjahreshoch von Nomura. Charlie McElligan sagt ja, viele müssen da jetzt hinterherlaufen und kaufen eben über Indexoptionen, eben gehen sie mit oder über Futures, weil sie nicht anders können. Also der Rausch bedingt den Rausch. Es ist sozusagen eine
Rauschentwicklung, die natürlich am Ende unbedingt gut gehen wird. Wir sehen jetzt, wie JP Morgan im Grunde seinem Guru, könnte man sagen, Marco Kolanovic, absägt und sich offiziell entschuldigt für dessen Empfehlungen. Die sagten, seid vorsichtig bei Aktien, kauft Gold etc. Also mea culpa, sagt man hier von JP Morgan. Und hier kennen wir diesen Film, als hier jemand sagte, willst du nicht von uns alles kaufen? Es ist ja super, sell it all. Sie wissen sicher, welcher Film hier gemeint ist. Also hier der letzte Bulle wird sozusagen kastriert, könnte man sagen. Der letzte Bär wird sozusagen kastriert und öffentlich zur Schau gestellt. Denn das ist natürlich für Marco Kolanovic ein Gesichtsverlust, kann man nicht anders sagen. Ein Autoritätsverlust. Schauen wir uns mal das Sentiment jetzt an. Frische Daten, die ja immer am Donnerstag kommen. 49% sind bullisch, nur noch 22,6% sind bärisch. Heute kriegen wir dann auch die Zahlen der Vermögensverwalter in AIM Exposure Index. Mal sehen, ob da die Exposure noch weiter gestiegen ist. Da sind wir ja im höheren 80er Bereich. Aber das Erstaunliche ist ja, dass all das basiert auch auf einer Wirtschaft in den USA, die anders als in China und in Europa irgendwie trotz der hohen Zinsen keinerlei Schwächezeichen zu senden scheint. Aber hier sehen wir die Ursache. Nämlich die exzessive Verschuldung. Wir sind jetzt über 34 Billionen, was die Staatsverschuldung betrifft. Mit Firmen und Konsumenten sind wir knapp bei 100 Billionen. Und hier sehen wir mal das Wachstum. Wir waren noch weit unter 10 Billionen im Jahr 2006. Wir waren oder haben jetzt innerhalb weniger Jahre diese Schuldenverdoppelung. Das kann und wird nicht gut gehen. Wir sehen vor allem Federal Debt to Revenue Ratio, also wie schaut es aus, Schulden zu Umsatz, also Einnahmen. Und wir sehen, dass die Einnahmen ein richtiges Problem sind und es wird wahrscheinlich nicht besser werden, denn wenn Sir Donald kommt, dann will er Steuern senken, weil er glaubt, das wird das Wachstum weiter ankurbeln. Das wird aber bedeuten, dass die Einnahmeseite weiter nach unten geht. Bei beiden dürfte es ähnlich sein. Jetzt hat das CBO, das offizielle Budget Office des Kongresses, gesagt, also wir dürften ein Defizit 2034 von 2,6 Billionen pro Jahr haben. Also das Jahresdefizit dürfte dann eben weiter steigen. Das vor allem, weil eben die Zinslast so sehr drückt. Interest Payments on Soaring National Debt, one big reason. Man zahlt ja jetzt schon 1 Billion an Zinsen und faktisch wird das nur über die Einnahmeseite generiert werden können. Das heißt, man müsste eigentlich die Steuern anheben. Das will aber natürlich keiner und Sir Donald schon dreimal nicht. Und all das passiert, wie Sven Hendrik hier zeigt, ja darauf, dass wir keine Rezession bekommen. Wenn eine Rezession hier passieren würde, dann wäre die Lage wahrscheinlich noch deutlich dramatischer. Wir sehen ja diese explodierende Verschuldung, die was passiert mit der, wenn wirklich mal irgendwann eine Rezession kommt? Und irgendwann kommt immer eine Rezession. Das zeigt zumindest die Wirtschaftsgeschichte. Wir sehen auch, dass dieses Konsum auf Pump jetzt abgeschwächt ist. Irgendwann erreichst du vielleicht deine Grenze. Kreditkarten, Schulden sind mit um und bei 22% verzinst. Das tut richtig weh. Wir sehen hier December Consumer Credit ist kaum gestiegen, deutlich weniger als erwartet, mit insgesamt 1,5 Milliarden statt 15,9 Milliarden erwartet. Non-Revolving, das sind die Kreditkartenschulden, nur um 0,5 Milliarde gestiegen. Das ist außerordentlich wenig und kommt relativ selten vor. Jetzt hatten wir gestern wieder ein neues Schuldenaufnahme durch eine Anleiheemission, die größte jemals gemachte Anleiheemission einer 10-jährigen US-Staatsanleihe mit 42 Milliarden Volumen und die Nachfrage war super, war eine sehr gelungene Auktion. Interessanterweise aber sind die Renditen nicht gefallen. Wir sind nach wie vor bei 4,11 bei der 10-jährigen Anleiherendite und natürlich will man und wollten die Amerikaner hier, dass diese Auktion gelingt, die sehr viel beachtet war, weil Biden ja wahrscheinlich die Ausgaben jetzt vor den Wahlen nicht gerade
runterfahren wird, weil er noch ein paar Geschenke verteilen will. Und all das wird bedeuten, wenn die Wirtschaft durch diese Verschuldung, durch diesen Staatsstimulus nicht wirklich in den offiziellen Zahlen sich abschwächt, dann wird die Fed die Zinsen nicht senken können. Higher for longer ist jetzt letztendlich das neue Thema. Das haben mehr oder weniger klar Kugler gestern, Cash Carry und Barkin und Collins gesagt. Barkin hat gesagt, ja, wir haben 3,7% Arbeitslosenquote, 3,3% Wachstum und das bei einer jetzt niedrigeren Inflation. Wir haben gedacht, dass die Zinsen einen höheren Impact, einen höheren Einfluss, eine höhere Bremswirkung haben würden, haben sie aber scheinbar nicht. Das heißt, man muss den neutralen Zins, den Zins, der weder die Wirtschaft bremst noch stimuliert, nach oben setzen, weil offenkundig auch mit über 5% Zinsen die Dinge irgendwie ein bisschen exzessiv sind. Hier sehen wir, dass die Wall Street 5 Zinssenkungen nach wie vor einpreist, obwohl die Fed sagt, maximal 3 werden wir haben. Und das ist sozusagen eines der Probleme, das ich sehe hier. Ich hatte diesen Tweet schon mal gestern gezeigt, aber hier normalerweise sind die Zinssenkungserwartungen und S&P gleichlaufend. Wir sehen jetzt, dass die Zinssenkungshoffnungen deutlich nach unten gehen, aber der S&P 500 weiter steigt. Das passt nicht zusammen. Und vieles passt auch nicht zusammen, when we come to Germany, to Deutschland. Hier sehen wir mal die Firmen, die in Problemen sind. In Deutschland 14,8%. Das ist der höchste Wert der größeren Nations in Europa. Und all big manufacturing economies are slowing, sagt hier Brian Mangvero von Barings. Aber Germany slowed besonders schnell, weil man eben hier vor allem seine hohen Energiekosten haben, die ganze Geschichte erschweren. Und jetzt sagt die Ampelkoalition, ja, dann müssen wir halt die Erneuerbaren ausbauen, dann wird schon alles gut. Das ist leider nicht der Fall, wie hier ein extrem cooler Kommentar auf Finanzmarktwelt zeigt, von jemand, der aus der Branche ist, der hier wirklich mit Energie sich von A bis Z auskennt. Und der sagt hier sinngemäß, dieser massive Zubau von Windkraftanlagen wie auch von Solar führt dazu, dass diese Installationen sich gegenseitig kannibalisieren. Das heißt, wir haben nicht die Situation, dass mehr gleichzeitig dann besser ist, sondern dass mehr dafür sorgt, dass die gegenseitig immer weniger Geld verdienen. Und er prognostiziert, dass in 3 bis 4 Jahren etwa 30% der neu installierten Wind- und Solaranlagen praktisch nicht mehr sich rechnen, praktisch insolvent sind. Und das ist das große Problem, das ich hier sehe. Diese Energiewende führt letztendlich ins Nichts unter enormen Kosten, weil letztendlich eine Ideologie dahinter steht, die mit der Praxis nicht allzu viel zu tun hat. Und das wird bedeuten, dass diese Energiewende dann schon, weil eben die Unternehmen immer weniger Steuern zahlen können, weil dann letztendlich auch ein Steuerproblem, ein Budgetproblem für Deutschland besteht, wird man die Energiewende so oder so nicht umsetzen können. Wir laufen gegen die Wand mit immer schnellerer Geschwindigkeit und verschließen die Augen davor. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren, hier nochmal über China. Was ist da los? Was passiert da? 1. Empfehlung, China in der Deflation. 2. Empfehlung, was ist denn mit den Zinsen? Auch die EZB sagt, zumindest Isabella Schnabel-Lehner, Zinsen werden nicht so schnell sinken. Das ist die 2. Empfehlung. Also die tickende Zeitbombe innerhalb der Schuldensysteme. Die dürfte immer lauter ticken, diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.